der Arbeit entweder mechanisch, ne, man kann sie mechanisch verrichten, oder ein bisschen automatisieren, also zum Beispiel Hilfsmittel nehmen, zum Beispiel solche Laubpuster finde ich enorm praktisch. Gibt es elektrisch? Ich habe mich für die Zweitakt-Variante entschieden und Zweitakter sind schon, oder ist schon eine Motorentechnik, die ist relativ alt, die gab es schon bei den Glühkopf-Bulldogs und genau darum geht es heute. Ja, auch das ist ein Zweitaktmotor, nur ein bisschen größer. Tja, und genau um diesen Motor geht es heute. Das ist ein Glühkopfmotor mit Schlitzsteuerung in rahmenloser Blockbauweise. Und damit herzlich willkommen zu Kulltraktor. Was die Schlitzsteuerung bedeutet, schauen wir uns nachher nochmal an. Rahmenlose Blockbauweise bedeutet, dass es keinen Rahmen gab, auf dem der Motor dann befestigt wurde, sondern dass die einzelnen Komponenten aneinander geflanscht sind. Also sprich, an dem Getriebe ist das Kurbelgehäuse, an dem Kurbelgehäuse ist der Zylinder und ganz vorne ist dann natürlich der Glühkopf. So, hier haben wir jetzt die sogenannten Glühköpfe, beziehungsweise das sind ja eigentlich die Zylinderköpfe. Dort beinhaltet sich dann auch die Glühnase. Wir haben hier einmal einen 5 Liter oder für einen 5 Liter Bulldog einen Glühkopf. Die haben ja einen anderen Hubraum gehabt, die kleineren Glühköpfe, als die großen. Die großen lagen bei 10 Litern. Die Angaben sind auf, ein bisschen abgerundet, nur damit ihr so ungefähr einmal den Vergleich dann auch habt. Prinzipiell sieht man hier unten einmal die Feuermaske. In der Feuermaske selber ist die sogenannte Glühnase und das ist quasi der eigentliche Glühkopf. Ich habe hier unten einmal die Glühnase und das ist der sogenannte Zündteller. Wie sind die jetzt aufgebaut? Eigentlich alle ähnlich. Natürlich gibt es einen mit Zündkerze oder eben nicht. Ich drehe einfach mal um. Dann seht ihr den Brennraum im Zylinder, der ist hier also entsprechend rund ausgebildet und davor sitzt dann die Glühnase und dann wird hier unten die Glühnase dann auch erhitzt. Der Glühkopfmotor ist ein Motor mit innerer Gemischbildung. Woher bekommt jetzt der Motor den benötigten Sauerstoff für die Verbrennung? Über den Luftfilter hier wird, wenn der Kolben nach vorne geht, Luft über den Luftklappensitz eingesogen und landet somit im Kurbelgehäuse. Wenn dann der Kolben zurückgeht, wird die Luft im Kurbelgehäuse komprimiert und dann über den Überstromkanal nach vorne in den Zylinder und dann später in den Brennraum geleitet. Und wie so ein Luftklappensitz im Detail funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Der Luftklappensitz ist eine Vielzahl von Ventilen, die die Aufgabe haben, Luft, wenn der Kolben nach vorne geht, reinzulassen in das Kurbelgehäuse und dann sich zu verschließen, wenn der Kolben zurückgeht, damit die Luft auch komprimiert wird. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich habe hier zum Beispiel einen demontierten Luftklappensitz und dort seht ihr lauter Öffnungen oder viele kleine Öffnungen und es ist eine plane Fläche. Auf dieser planen Fläche liegen Federplättchen und diese Federplättchen lassen sich nur in eine Richtung öffnen und in die andere Richtung, da der Sitz plan ist, verschließen sie dann die Öffnung wieder. Ich habe hier einen zusammengebauten. Ihr seht hier einmal kleine Federplättchen, das sind die dünnen und diese etwas dickeren. Das ist quasi die Begrenzung, dass die Federn nicht zu weit aufgehen, nicht überdehnen und dann der Luftklappensitz nicht mehr sauber schließt. Also die dickeren, die ihr hier auch seht, die draufgeschraubt sind, das sind diejenigen, die den Federweg der Ventile entsprechend begrenzen. Was bedeutet jetzt Schlitzsteuerung? Ihr seht hier im Zylinder auf beiden Seiten jeweils Schlitze. Hier vorne die Schlitze, das sind die Schlitze vom Überstromkanal. Das heißt, durch diese Schlitze kommt die frische Luft, die im Kurbelgehäuse angesogen wird und durch den Kolben komprimiert wird. Und hier auf der Seite sind Auspuffschlitze, also die Schlitze für die Abgase. So, und wenn man jetzt mal von hier vorne misst, dann sieht man, jawohl, 23,5
und die Einlassschlitze sind 26,5. Also ungefähr 3 cm Unterschied. Was bedeutet das jetzt? Der Kolben steuert einmal natürlich Abgas und einmal auch die Frischluft. Und das nennt man Schlitzsteuerung. Je nachdem, wo der Kolben sich befindet, werden dann entsprechend die Schlitze freigegeben. Und der Kolben hat auch noch was Besonderes. Das gucken wir uns jetzt an. Das ist jetzt zum Beispiel ein Kolben, wie ihr auch im Glühkopf Bulldog Verwendung findet. Der Kolben steht jetzt so vor euch, wie er jetzt auch in Fahrtrichtung liegen würde. Das heißt, hier wären die Schlitze vom Überstromkanal und hier sind die Schlitze vom Auspuff. Wie ihr seht, ist der Kolben oben nicht flach, sondern er hat eine Nase. Diese Nase hat mehrere Funktionen. Zum einen, wie wir eben schon gesehen haben, trennt sie den Raum einmal von Abgasen und von Frischluft zum einen. Zum anderen wird aber die Frischluft auch geführt. Der Auspuff oder die Auspuffschlitze gehen ein bisschen eher auf als die Frischluftschlitze und dann wird die Luft so durch den Zylinder gefördert und verwirbelt. Das hat dann mehrere Aufgaben. Zum einen die Spülverluste zu minimieren. Was heißt jetzt Spülverluste? Kraftstoffdampf ist schon im Brennraum drin. Der soll natürlich nicht komplett wieder rausgefegt werden auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss auch ein ganz gewisses Restgas von den Abgasen im Zylinder drin bleiben, um überhaupt eine Frühzündung zu verhindern. Und da sind wir jetzt schon halt beim nächsten. Da hole ich jetzt einfach mal einen Glühkopf oder einen Zylinderkopf, dass wir mal sehen, wie diese Nase in den Kopf auch eingreift. Ich habe jetzt hier einmal einen Zylinderkopf. Man sieht ganz schön von hier hinten auch die Bohrung für das Kühlwasser. Der Kopf ist ja mit dem Kühlwasser versorgt, nur die Glühnase ist ungekühlt. Dann haben wir hier vorne das Gewinde für die Einspritzdüse. Dort wird der Kraftstoff dann auf den Zündteller gespritzt. Wir sehen jetzt aber auch hier, dort wo das Licht ist, das ist der Übergang in den Brennraum hinein. Das heißt, wir haben ein relativ kleines Loch, wenn man diese großen Komponenten hier sieht. Und der Kolben hat, wie schon gesagt, mehrere Funktionen, beziehungsweise auch die Nase hat mehrere Funktionen, wie ich eben schon sagte. Einmal, um die Luft zu verwirbeln, Abgase rauszudrücken, zum einen Restgase aber auch drin zu lassen, damit die Zündung nicht zu früh eingeleitet wird. Hier ist jetzt entsprechend schon Kraftstoff drin im Brennraum. Und wenn jetzt der Kolben nach vorne geht, drückt er durch diesen Kanal entsprechend die Luft in den Brennraum rein. Es bildet sich das Gemisch, das sich dann unten an der Glühnase entzündet. Das Gemisch fängt an zu zünden und drückt durch diesen Kanal den Kolben ein Stück weit nach hinten und brennt vollständig im vorderen Bereich des Zylinders durch und drückt den Kolben dann wieder nach hinten. Also das heißt, ein Teil des vorderen Zylinders ist auch noch Brennraum. Die Kante, die ihr hier seht, das ist quasi noch der Brennraum. Das heißt, wenn sich das Gemisch in der Glühnase entsprechend entzündet und über den Kanal dann den Kolben nach hinten drückt, brennt das Gemisch vollständig bis hier vorne hin durch. Wenn der Kolben dann wieder nach vorne geht, beginnt das Spiel von neuem. Die Kolben haben hier auch eine Öffnung. Dort werden die beweglichen Teile mit Öl versorgt. Hier unten drin ist ein Schmierer und das mündet hier bei diesem Pleuel direkt aufs Kolbenbolzenlager. Und wie das mit der Schmierung aussieht, das schauen wir uns mal an. Schmierung ist ein wichtiges Thema. Der Kolbenbolzen und Zylinder wird hier oben über die Ölbohrung versorgt. Verantwortlich für die Versorgung des Motors während des Betriebes ist der Ölapparat oder auch der Bosch-Öler oder auch der Öler. Dieser sitzt am Hauptlagerdeckel. Das ist der Hauptlagerdeckel. Dieser Hauptlagerdeckel sitzt normalerweise hier oben und verschließt das Kurbelgehäuse. Hier kommt die Kurbelwelle raus und treibt direkt hier unten den Öler an. Der Öler selber ist verantwortlich für die Schmierung des Motors im Betrieb. Das heißt, es werden von ihm die beiden Hauptlager, das Pleuel und das Kolbenbolzenlager, versorgt. Hier unten drunter ist die
Zahnradpumpe. Die Zahnradpumpe sorgt dafür, dass überschüssige Öl, was hier im Kurbelgehäuse zusammenläuft, entsprechend wieder abzutransportieren. Hier sieht man auch den Anschluss und innen drin ist auch ein kleiner Vorfilter, der dann quasi schon den groben Schmutz einmal abhält. Wen das Ganze interessiert, wie der Öler funktioniert etc., dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch oben rechts. Ein Kompressor. Sehr interessant. Ich drehe mal hier in der Riemenscheibe. Das soll zum Beispiel die Drehrichtung des Motors symbolisieren. Dieser Kompressor hat erstmal jetzt nichts mit dem Lanz Bulldog zu tun, aber man kann sehr, sehr schön den oberen Totpunkt zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Riemenscheibe drehe, hören wir hier, wird Luft eingesogen, bis der Kolben am unteren Totpunkt ist und jetzt wird die eingesogene Luft wieder nach draußen gedrückt. Das hören wir sehr gut. Und wie ist das jetzt, wenn er oben ist? Jetzt kann ich die Riemenscheibe bewegen und wir hören gar nichts. Weder Luft wird eingesogen, noch wird Luft rausgedrückt. Das ist der obere Totpunkt. Der obere Totpunkt, das ist der Punkt, wo der Kolben wieder ganz oben ist. Und wenn ich jetzt weiter drehen würde, würde dann wieder saugen und dann entsprechend die Luft auch wieder drücken, wenn der Kolben wieder nach oben geht. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir das mal auf einen Motor übertragen, zum Beispiel einen Dieselmotor? Wann wird Kraftstoff eingespritzt? Zum Beispiel beim Dieselmotor wird ab 15 Grad vorm oberen Totpunkt Kraftstoff eingespritzt. Ich stelle das mal bei der Winkellehre hier ein, 15 Grad. Ja. Jetzt markiere ich das einmal so. Und klebe da mal auch so einen weißen Strich hin, damit man das ein bisschen besser sehen kann. So, das heißt, bei den meisten Dieseln ist es so, kurz bevor der Kolben den obersten Totpunkt hat, nämlich 15 Grad hier, wird in die komprimierte Luft, also der Kolben hat jetzt schon die Luft komprimiert, wird heißer Kraftstoff eingespritzt, genau jetzt. Und nicht heißer Kraftstoff, in die heiße Luft wird Kraftstoff eingespritzt und der Kraftstoff entzündet sich an der heißen Luft und treibt den Kolben dann wieder nach unten. Ja, aber wie sieht es jetzt beim Glühkopfmotor aus? Da reichen 15 Grad nicht, sondern der benötigt 140 Grad vorm oberen Totpunkt. Ich stelle das auch mal ein und markiere das ähnlich, damit man mal die Unterschiede sieht. Dreh den wieder nach oben. So, 140 Grad. So. Ups. Ein bisschen. So, und das ist natürlich schon ein Unterschied. Ne? Vom oberen Totpunkt wird hier schon Kraftstoff eingespritzt. Das heißt also, wenn der Motor, der Kolben ist jetzt in Rückwärtsbewegung und ist über den hinteren Totpunkt dann schon weg, geht nach vorne und jetzt wird schon Kraftstoff eingespritzt auf oder in die Glühnase, auf den Glühteller. Dann verdampft dieser Kraftstoff und der Kolben geht weiter nach vorne, bringt die Luft mit und drückt dann die Luft über den Kanal in den Brennraum hinein. Dort bildet sich das Gemisch und das wird dann unten hier in die Glühnase dann gedrückt. Das heißt, hier wird der Kraftstoff draufgespritzt, hier auf dieser Fläche verdampft er dann, hier kommt die Luft rein von dem Kolben, das Gemisch bildet sich, wird hier unten in die Glühnase gedrückt und dann entzündet sich das Gemisch erst und dann geht der Kolben wieder nach hinten. Wie kommt jetzt der Kraftstoff hier auf den Zündteller? Ganz klar über eine Düse. Ich habe hier so eine. Sie sitzt so im Zylinderkopf drin und das Düsenende hier unten ragt dann in den Brennraum hinein. Da wird dann über diese Düse dann der Kraftstoff auf den Zündteller gespritzt. Ihr seht hier oben noch ein Handrad. Mit diesem Handrad kann ich den Sprühkegel der Düse verstellen, also schmaler und breiter. Wozu brauchte man das? Wenn die Maschinen früher längere Zeit im Leerlauf liefen, konnte es sein, dass der oder die Glühnase abgekühlt war und die Motoren gingen aus. Das wollte man natürlich nicht. Dafür hatte man das Handrad, musste man dann einige Umdrehungen
rausdrehen, die Spindel, und dann wurde der Spritzkegel schmaler und man spritzte den Kraftstoff stärker hier in die Mitte ein und die Glühnase blieb dadurch heißer. Und wenn es dann wieder an die normale Arbeit ging, drehte ich die Spindel wieder rein und der Kegel vom Kraftstoff wurde breiter und traf dann auf diese Fläche auf. Ja, Kraftstoff kam von der Pumpe, hier ging er rein, unten ging er raus. Wie sah jetzt die Pumpe aus? Ich habe jetzt hier eine ganz normale Einspritzpumpe, einmal mit einem Einlassventil, also Saugventil, Druckventil, das geht also zu der Düse. Und hier habe ich einen Pumpenstößel, der vor und zurück gehen kann, also natürlich einmal reingedrückt und über die Feder dann auch wieder zurückgezogen wird. Ich nehme einfach mal die Feder ab. Und dann kann ich anhand, wie bei einer Spritze, die Kraftstoffmenge regeln. Also wenn der Kolben weiter reingeht, wird mehr Kraftstoff gefördert. Geht er nur kurz rein, wird weniger Kraftstoff gefördert. Und dadurch wird dann entsprechend dort auch natürlich der Motor geregelt. Aber wer sagt in der Pumpe, wann sie viel und weniger Kraftstoff einspritzen soll? Das schauen wir uns an. Hier seht ihr eine Spielzeugdampfmaschine und diese Spielzeugdampfmaschine hat hier so einen Regler dran. Und das heißt, je schneller die Maschine läuft, desto schneller werden die Gewichte nach draußen transportiert und die Maschine wird langsamer. Das ist beim Spielzeug jetzt nicht so, aber bei der richtigen Dampfmaschine war das auch so. Da hat dann dieser Regler eine Drosselklappe bedient und damit wurde dann die Geschwindigkeit der Dampfmaschine geregelt. Und genauso in dieser Art funktioniert die Regelung beim Lanz Glühkopfbullock. Das ist zum Beispiel so ein Regler, wie er bei den großen Glühköpfen verbaut wurde. Dieser Regler sitzt direkt am Schwungrad befestigt und nimmt damit die Drehzahl des Motors auf. Hier seht ihr einen Exzenter. Dieser eine Exzenter ist abhängig von der Drehzahl und kann sich verstellen. Seht ihr das? Der kann mehr oder weniger dann entsprechend dort auch sich verändern und die Einspritzmenge bestimmen. Ja, wie kann er das denn jetzt? Ich habe hier einmal den einen Exzenter, das ist der lose Exzenter, der kann sich verdrehen. Hier sind die beiden Gewichte. Hier ist ein Gewicht, da ist das andere Gewicht. Und anhand dieser Gewichte wird dann und der Drehzahl wird dann entsprechend die Einspritzmenge eingestellt. Und dann gibt es noch einen festen Exzenter, das ist der hier drin, den nehme ich mal raus. Und der sitzt auf der Kurbelwelle fest, deswegen fest. Und ihr seht ja schon, der hat so eine leichte Ausbeulung. Und an der Ausbeulung, das ist der Einspritzzeitpunkt. Das sind die 140 Grad vor OT, wo der Kraftstoff eingespritzt wird. Das ist natürlich immer gleich, weil der Einspritzzeitpunkt immer gleich sein muss. Und die Menge wird dann über den losen Exzenter dann geregelt. Das heißt, wenn sich der dann auf dem weiter verdreht, wird Kraftstoff mehr dazu gegeben oder weniger. Das heißt, wenn der Motor schneller wird, geht der lose Exzenter zurück, nimmt die Kraftstoffmenge zurück, also es wird nicht so weit der Pumpenkolben hineingedrückt, wird der wieder langsamer, dann wird wieder mehr Kraftstoff gegeben und der Motor wird schneller. Und so pendelt es sich dann entsprechend ein und regelt dann den Motor. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie der Kraftstoff in dem Zylinderkopf verdampft. Ich habe hierzu einmal eine Feuermaske und eine Glühnase entsprechend aufgebaut. Die werde ich jetzt mit dieser Heizlampe entsprechend dann auch erwärmen und dann schauen wir uns das Ganze an. Wichtig ist nur, macht es nicht nach. Ihr müsst dafür entsprechend Vorkehrungen treffen, wie Feuerlöscher etc. Also das bitte nicht nachahmen. Ich mache die jetzt an, wie so eine Heizlampe angemacht wird. Wer da Interesse dran hat, ich habe darüber schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch oben rechts. So, die Glühnase ist jetzt soweit erhitzt.
den Dampf, den ihr jetzt schon während des Anheizens gesehen habt, das ist quasi die Ölkohle, die hier in der Glühnase drin sitzt. Also von Zeit zu Zeit sollte man die dann auch entsprechend reinigen. Ich habe hier in der Flasche Dieselkraftstoff drin. Den sprühe ich jetzt hier oben auf den heißen Teller und dann sehen wir schon, es wird sofort der Kraftstoffdampf gebildet und das ist natürlich ideal. Jetzt hat er sich auch einmal entzündet. Er ist also zündfähiges Gemisch, als er unten komplett bis zur Nase durchgedrungen ist. Und das ist quasi das Phänomen des Glühkopfmotors. Das heißt, die innere Gemischbildung, es wird Kraftstoffdampf hergestellt. Die Luft kommt dann vom Kolben, drückt vorne dann hinein. Und wie wir es eben auch gesehen haben, entzündet sich dieser dann. Okay, wir schauen uns jetzt das Ganze nochmal zusammenhängend an, wie der Motor in einzelnen Schritten dann auch funktioniert. Hier habe ich jetzt mal ein Schnittbild, wie es zum Beispiel in den Betriebsanleitungen der jeweiligen Schlepper dann auch gegeben hat. Hier sieht man dann die einzelnen Motorkomponenten entsprechend dort auch aufgelistet, zum Beispiel den Luftklappensitz oder aber auch Kolben, Pleuel etc. Ich habe jetzt hintereinander einfach mal eine Reihenfolge aufgestellt, was jetzt in dem Motor passiert. Und starten tun wir natürlich, Luft ist im Kurbelgehäuse und der Kolben geht nach hinten. Wenn der Kolben nach hinten geht, verschließen sich oben die Federventilchen, also halt die Plättchen von dem Luftklappensitz und die Luft kann entsprechend dann auch in dem Kurbelgehäuse komprimiert werden. Wenn der Kolben jetzt nach hinten geht, öffnet er danach dann nach den Auspuffflitzen dann ja auch den Überstromkanal und die Luft wird dann von dem Kurbelgehäuse über den Überstromkanal vorne in den Zylinder geleitet. Hier habe ich das noch einmal rot umkreist. Dann wird 140 Grad vor OT dann der Kraftstoff eingespritzt, damit er dann entsprechend auch aufbereitet und verdampft werden kann, damit der Motor dann auch entsprechend laufen kann. Hier sieht man jetzt das in Grau hinterlegt, den Kraftstoffdampf. Dabei wird der Zylinder gespült und die Abgase durch die Auspuffschlitze herausgedrückt, aber nicht ganz, denn wir brauchen restliche Abgase im vorderen Bereich des Zylinders, damit es nicht zu einer Fehlzündung kommt. Also ein Teil des Abgases geht über die Auspuffschlitze dann nach draußen. Jetzt geht der Kolben weiterhin nach vorne, verschließt den Überstromkanal und auch natürlich die Auspuffschlitze. Und neue frische Luft wird im gleichen Moment über das Kurbelgehäuse bzw. über den Luftklappensitz dann entsprechend auch wieder eingesogen. Der Kolben geht jetzt so weit nach vorne und verschließt, wie schon gesagt, beide Arten von Schlitzen, wie Auspuff, wie zum Beispiel auch Überstromkanal und drückt jetzt die Luft nach vorne in den Brennraum hinein. Und genau dort bildet sich das Kraftstoff-Luftgemisch. Das wird dann so weit nach vorne gedrückt, bis dann quasi das Kraftstoff-Luftgemisch sich an der Glühnase entzündet. Und es ist nicht so wie beim Diesel. Da ist es so, da ist die Luft hoch komprimiert, ist heiß und wird und dann wird der Diesel in die heiße Luft gespritzt und dann erfolgt die Zündung. Das ist hierbei nicht so. Das Gemisch entzündet sich direkt an der Glühnase, treibt den Kolben nach hinten und brennt vollständig bis zum vorderen Bereich des Zylinders durch. Wir haben jetzt in der Theorie gesehen, wie der Glühkopfmotor funktioniert. Wer das mal gerne sehen möchte, wie so ein Glühkopfmotor angemacht wird, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch oben rechts. Ja, es ist schon erstaunlich, wie die Komponenten miteinander dann auch arbeiten. Alleine schon zum Beispiel der Nasenkolben oder der frühe Einspritzpunkt oder aber auch der Regler, der dann letztendlich auch die Kraftstoffzufuhr regelt, um dann entsprechend dort auch die Drehzahl zu halten. Das ist alles über den Glühkopfmotor. Es gibt aber noch
einen direkt einspritzenden Glühkopfmotor. Das hier ist zum Beispiel ein entsprechender Kopf. Der ist vom 1706, also einem Halbdiesel. Das würde heute aber zu weit führen. Von daher danke ich euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich freue mich auch über ein Abo und ihr verpasst nichts mehr. Und wichtig ist, bis dahin bleibt kultig. Tschüss.